Becher stapeln, Bälle werfen oder toben bis zum Umfallen. In der Hokoburg Arena herrschte ein fröhliches Gewusel und Gewimmel. Über 4000 kleine und große Gäste kamen zum Roundtable 151 Coburg Kinderfest. Das Event stellte damit einen neuen Besucherrekord auf, sehr zur Freude der Organisatoren. Wenn man sich die Kinderaugen anschaut und alle leuchten und alle lachen und jeder hat Spaß hier, dann können wir eigentlich sehr zufrieden sein mit dem Verlauf bisher. An 10 Stationen spielten die Kinder nach Herzenslust und reihten sich in die langen Schlangen ein, um einen begehrten Stempel zu ergattern. Während die jüngeren Gäste zum Beispiel den Traktorparcours im Innenbereich testeten, trauten sich die Wagemutigen auf das Bullriding im Außenbereich. Begeisterte Kinder überall. Mir gefällt am besten die Hüpfburg und ich tanze heute und ich habe heute Geburtstag. Also ich habe beim BBC mitgemacht und beim Handball und beim Fußball. Apropos Sport. Einen prominenten Gast trafen die Besucher am Stand der Veranstalter. Dort saß nämlich der frisch gekürte Botschafter des Coburger Landes, Paralympicsieger Felix Streng. Der Spitzenathlet verteilte fleißig Autogramme an seine jungen Fans und beantwortete Fragen. Ich bin heute hier als Leistungssportler, um einfach mal mit den Kids ein bisschen zu sprechen. Die können zu mir kommen, mir Fragen stellen, wie das so ist, mit einer Prothese aufzuwachsen, wie das ist, im Leistungssport groß zu werden und mit dem ganzen Training. Zum Erfolg des Kinderfestes trugen auch die günstigen Preise bei. Der Überschuss aus der Veranstaltung kommt übrigens sozialen Zwecken zugute. Wir haben feste Projekte, in die wir unsere Einnahmen spenden. Beispielsweise die Aktion Grünenstift der Caritas. Das ist ein Schulmateriallager, in der benachteiligte Familien gegen geringeres Entgelt die Bildungssachen für ihre Kinder kaufen können. Danach haben wir noch individuelle Projekte, die wir in Stadt und Landkreis unterstützen, beispielsweise für Kindergärten und so weiter und so fort. So ist das Kinderfest des Roundtable Coburg in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für die Stadt Coburg.